liebe Angehörige, Rudele und Blume. Wir alle sind traurig und bestürzt über das plötzliche Dahinscheiden von Jean-Claude. Jean-Claude wird uns allen immer unvergesslich sein. Lasset uns dankbar sein, dass Jean-Claude sein ganzes Leben nur Freude und Glück verbreitet hat. Ich weiß, dass er nicht der Einfachste ist. Ich respektiere, dass wir ein Paar sind. Du lebst im Schatten eines Scheißkerls. Du Schlampe. Ein Finger. Was war denn das? Eine Katze? Ich will unsere Schwester zurück. Werle möchte Claude die Pulsadern aufschneiden. Ein tiefer Sturz? In Wredege. Ah, dann lieber was mit dem Kanal. Diesmal machen wir es auf meine Art. Es muss wie Selbstmord aussehen. Wir sorgen dafür, dass Claude erfriert. Sie sind von der Versicherung und tun so, als wären wir hier beim Verhör mit einer Verdächtigen. Wenn wir Delcors Lebensversicherung ausbezahlen müssen, sind wir geliefert. Ja, ich habe von der Bank keinen Kredit gekriegt. Verdammt nochmal, jetzt reicht's mir endgültig. Ich erwürg den mit meinen bloßen Händen. Ist ein Monster! Ist er tot? Es ist sicher nervig für euch, aber ihr könnt einen Schlussstrich ziehen und nach Hause fahren. Die Familie Rosen gibt erst Ruhe, bis sie hier draußen alles besitzt.